Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute geht es in sehr interessante Gespräche über bestimmte Spieler, die teilweise auch noch gar nicht im Spiel sind. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Es ist als Highlight dieser Episode, das kommt am Ende, das kann ich schon mal sagen. Der sechste bzw. siebte Spieler ist heute der, der neu in FIFA 16 implementiert wird. Allerdings nicht in Ultimate Team, sondern nur in Head-to-Head, aber ich denke mal trotzdem ist eine Prediction an sich gar nicht mal so übel, auch wenn man die natürlich normalerweise in der Head-to-Head auslesen kann, aber trotzdem machen wir sie einfach mal hier auch in dieser Episode. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen, vor allem nur ein kleiner Klick, für mich eine große Bedeutung, 1000 Likes wären richtig, richtig, richtig geil und ihr könnt mir natürlich auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, welche Spieler ihr als nächstes sehen wollt in den nächsten Episoden, aber wir starten jetzt erstmal durch und zwar mit dem ersten für diese Episode heute hier und das ist Deulofeu. Gerard Deulofeu, ehemaliger Barcelona-Spieler, mittlerweile bei Everton sehr, sehr gut unterwegs, 78er Rating momentan, allerdings ja in Head-to-Head bereits auf 80 aufgewertet, macht eine richtig gute Runde bisher, hat natürlich jetzt nicht unbedingt die Torquote wie ein Romelu Lukaku, aber er hat halt das Talent und das zeigt er auch definitiv. Ich habe ehrlich gesagt nie viel von dem gehalten, gerade in FIFA nicht, aber offenbar ist er momentan richtig gut dabei. 8 Vorlagen in 19 Spielen, dazu 2 Tore im League Cup, auch 2 Tore und 3 Vorlagen. Also läuft richtig momentan bei Deulofeu und dementsprechend kann man das Upgrade auf jeden Fall auch rechtfertigen. 91 Tempo, 70 Shooting, 72 Passen, das heißt plus 5 in der Disziplin, 88 Dribbling und 61 Füße. Dazu Skills sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus und wird immer besser. Und jetzt, wo das Shooting und das Passen auch jeweils über 70 sind, sieht die Karte noch deutlich brauchbarer aus als vorher. Sein Marktwert ist leider Gottes nicht mehr so hoch, wie er einst war. Aber mit solchen Leistungen, wie er sie momentan bringt, und der Marktwert ist der letzte zumindest vom 1.7.2015, bin ich mir relativ sicher, dass demnächst noch eine Aufwertung kommen wird. Und vielleicht geht er ja wieder über die 10 Millionen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Und willkommen zum zweiten Spieler für diese Episode. Und auch der ist definitiv ein interessanter Kandidat für ein Upgrade, denn sein Name ist Kelechi Iheanacho. Ihr kennt ihn eventuell aus dem Arminia Bielefeld Karrieremodus. Er ist das Talent momentan bei Manchester City im Sturm. Er hat momentan natürlich auch ein bisschen wenig Konkurrenz gehabt teilweise, denn ja, der Kollege Aguero war ja ab und zu mal ein bisschen verletzt, ne? Also ist ja immer so bei dem, der besteht einfach nur aus Glas eigentlich. Wilfried Boni ist für mich der stärkste Stürmer, aber gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem hat Iheanacho immerhin, ja, auch wenn er 168 Einsatzminuten hat, 12 Premier League-Spiele gemacht, dazu 2 Tore und das in 168 Minuten. Das ist weniger als 90 Minuten pro Tor, das sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Das letzte Tor hat er gemacht gegen Swansea am 16. Spieltag, das heißt, ja, am 12.12. ist also schon ein bisschen her. In letzter Zeit ist er auch, naja, nicht mehr ganz so oft, also wirklich nicht mehr ganz so oft im Einsatz, aber trotzdem immer noch alles andere als schlecht. Kann man auf jeden Fall so lassen und ich bin mir relativ sicher, dass der auf jeden Fall noch eine große Karriere vor sich haben wird. Ist bei City bei einem Verein, der ihn auf jeden Fall fördern wird, bin ich mir auch ziemlich sicher, der nicht seine Spieler wahllos verleiht wie Chelsea, auch wenn das System geil ist, keine Frage. Und ich denke mal, mit dem werden wir in Zukunft auf jeden Fall nicht nur bei Bielefeld, sondern auch bei Manchester City und in der Premier League und allgemein im Weltfußball relativ viel Spaß haben. Kommen wir zum dritten Spieler für diese Episode und das ist wieder ein Silberspieler. Ihr seht schon, das ist Jesse Lingard. Der Kollege ist bei Manchester United momentan so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Man United kriselt ja momentan. Wir sind also bei den beiden Manchester-Clubs und wir hatten gerade erst Man U Blue, nicht Man U Blue, Manchester Blue und jetzt kommen wir zu Manchester Red, wir haben mal ein bisschen bei, das Wort Pess, ach ja genau, das wollte mir nicht über die Lippen gehen. Lingard momentan, naja, wie soll man das sagen, schon stark, aber trotzdem halt dem geschuldet, dass Manchester United momentan nicht so stark ist. Vielleicht nicht so gut, wie er sein könnte. Der Junge hat auf jeden Fall eine Menge Talent. Das hat er schon immer gehabt. Ich glaube, der war zwischenzeitlich mal bei Birmingham oder sowas. Mittlerweile halt angekommen bei Man United. Spielt da auch ab und zu mal. Hat bisher 8 Spiele gemacht. Gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten war der ein bisschen aktiver. Seit dem 17.10. hat er ab und zu mal gespielt. Jetzt gegen Newcastle United letztens auch. Und hat da direkt mal ein Tor gemacht. Also es scheint sich anzubahnen, dass der Junge ja eine etwas größere Karriere, beziehungsweise ein bisschen was mehr bei United vorhat. 80 Tempo, eigentlich noch Position Change auf links außen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall drin. Dazu ein bisschen Shooting, ein bisschen Passen, ein bisschen Dribbling und so weiter und so fort. Und dann haben wir da eine ziemlich nice Karte, auf jeden Fall kann man nichts gegen sagen. So viel zu Jesse Lingard. Sein Marktwert ist noch momentan lächerlich im Bereich von 1 Million, aber das auch bei Iheanacho so. Der hat nur einen Marktwert von gerade mal 750.000, das muss bei beiden auf jeden Fall noch korrigiert werden. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das ja in den nächsten Wochen schon irgendwann passieren wird. Gut, wir kommen zum nächsten Spieler und das ist ein senegalesischer Stürmer und ich habe den Vornamen gerade nicht im Kopf, aber sein Name ist Nias. Wird gerade gejagt von einigen Clubs aus Europa und das liegt daran, dass der Stürmer von, ja,
Lokomotive Moskau richtig gute Leistungsdaten bzw. richtig gute Saisondaten aufzuweisen hat, hat seinen Marktwert gesteigert auf 10 Millionen, was auf jeden Fall auch gar nicht mal so schlecht ist in der russischen Liga, wenn man bedenkt, dass der erst im Sommer so richtig durchgestartet ist und erst vor 2 Jahren von Akhisarspor aus der Türkei kam. Und bisher 15 Spiele, 8 Tore in der Euroleague, auch noch 4 Tore in 6 Spielen und 3 Vorlagen in der Liga, auch noch 7 Vorlagen, das heißt 1 Scorerpunkt pro Partie in der Liga und 1 Scorerpunkt, sogar mehr als 1 Scorerpunkt pro Partie in der Europa League. Insgesamt momentan 23 Spiele, 23 Scorerpunkte, kann man auf jeden Fall so machen, kann man nichts gegen sagen. Ich bin gespannt, wo es mit dem hingeht. Allgemein sind relativ viele bei ihm, beziehungsweise an ihm interessiert, gerade die englischen Clubs haben da auf jeden Fall ordentliches Interesse. Ob da irgendwas gehen wird, ich bin gespannt. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dementsprechend auf jeden Fall wie auch in der Head-to-Head das Upgrade auf 77. Und ich denke mal, mit den Werten kann man auf jeden Fall sehr gut leben. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und das ist ein Rechtsverteidiger und sein Name ist Bruno Perez. Der Kollege spielt momentan bei Torino, ist allerdings schon im Gespräch bei einigen anderen Vereinen. Ich glaube auch bei Bayern war er im Gespräch, bin mir gar nicht sicher, aber ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Rechtsaußenverteidiger, einer der einzigen wenigen in ganz FIFA. Ist im Sommer, glaube ich, gekommen aus Brasilien, ich weiß gar nicht von wo oder irgendwann auf jeden Fall gekommen zu Turin, ist aber nie sonderlich aufgefallen. Und dann kam sein kleiner Durchbruch und diese Saison bisher 14 Spiele, 3 Vorlagen. Sieht also gar nicht mal so schlecht aus bei ihm. Und wie gesagt, Ancelotti, sehe ich hier gerade nochmal, würde ganz gerne Perez haben. Und sein Marktwert ist auch, ja, um das Doppelte, also quasi verdoppelt, der Sommer 2015. Also bei dem läuft es momentan. Ist 25 Jahre alt, also im besten Fußballeralter. Ich bin gespannt, was mit dem noch werden wird. Auf jeden Fall hat sein Head-to-Head ein 80er Rating, dementsprechend verkauft das auch von mir. 92 Tempo, 79 Dribbling, 75 Defending, 77 Physis und 73 Passen. Sieht sehr, sehr stark aus. Kann man auf jeden Fall, denke ich mal, einiges mit anfangen und damit kann man auf jeden Fall auch in Ultimate Team, denke ich mal, noch ein bisschen leben, beziehungsweise sehr gut leben. So, wir kommen zum letzten Spieler, beziehungsweise zu den letzten Spielern für diese Episode und wie gesagt, die gab es bisher noch nicht. Das sind 2 Spieler, die neu dazukommen, nicht in Ultimate Team, aber in Head-to-Head und das sind die Kollegen Jonas Belander und Wagner Lauf. So, Belander kennt man eventuell noch von Dynamo Kiew, wenn man die russische Liga oder Euroleague verfolgt oder sonst von Montpellier. Der Kollege war richtig, richtig stark damals, als sie Meister geworden sind. Danach hat sie ihn halt in die Ukraine verschlagen, das heißt ein bisschen Geld verdienen, kann man auch nachvollziehen. Allerdings hat sie ihn jetzt zurück nach Europa gezogen und zwar zu Schalke 04. Ist da, glaube ich, sogar ablösefrei hingewechselt, bin mir gar nicht sicher oder ist zumindest ausgeliehen. Auf jeden Fall hat Schalke nichts bezahlt, bisher zumindest für ihn. Und ich bin gespannt, wie er sich machen wird in der Primera Liga oder Primärliga, wie auch immer sie heißt. Hat er in 10 Spielen ein Tor, eine Vorlage gemacht. In der Champions League hat er 2-mal gespielt, aber nicht großartig was gezeigt. Ist im Marktwert in den letzten Jahren immer weiter gefallen. Seit 2013, wo er 14 Millionen wert war, mittlerweile auf 7,5. Aber an sich hat er nicht umsonst in Head-to-Head immer noch ein Potenzial von 81 bei einem 78er Rating. Und sieht auch an sich, hat nicht umsonst ein 78er Rating. Ich glaube, das reicht schon. Das hat er jetzt auch von mir predicted hier bekommen. 75 Tempo, 72 Dribbling, 79 Passen, 81 Dribbling und 72 Physis. Dazu Forster Skills. Sieht sehr, sehr stark aus. Ich denke, mit dem kann man auf jeden Fall einiges an Spaß haben. Und vielleicht kriegt ihr jetzt ja sogar irgendwie hin, die in Ultimate Team zu integrieren, die beiden. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Auf der anderen Seite Wagner Love, ehemalige FIFA 13 und FIFA 12 gerade Legende. Der Kollege ist jetzt zu Monaco gewechselt und zwar von, ich glaube, bei Flamengo hat er als letztes gespielt, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist er mittlerweile auch über 30, aber halt einfach aufgrund seiner Zeit gerade bei ZSKA eine absolute Legende in FIFA und so im Weltfußball. 1,5 Millionen Ablöse hat er die Monegassen gekostet, ist erst von ZSKA, also von Flamengo zu ZSKA gegangen, hat da dann sehr gut gespielt, ist dann zu Luneng nach China gegangen, deswegen war er nicht mehr in FIFA, dann zu Corinthians, nicht zu Flamengo, von Flamengo kam er zu Moskau, Entschuldigung, und von Corinthians jetzt nach gerade mal einem Jahr zurück quasi in die europäischen Top-Ligen, ja okay, russische Liga, Top-Liga, naja egal, auf jeden Fall zu Monaco. Sieht gar nicht mal so schlecht aus an sich für die Monegassen. Auf jeden Fall kann man mit dem Transfer wenig falsch machen, denn die haben nicht so viel Erfahrung in ihrer Mannschaft. Und mit einem neuen Stürmer kann man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was reißen. Hat in der Saison 2014, 2015 Brasilien, spielt ja gerade schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall gute Leistungsdaten gehabt, hat 31 Spiele gemacht, 14 Tore, 5 Vorlagen. Das geht auf jeden Fall gut klar für einen Spieler, für einen Stürmer. Das letzte Tor hat auch im letzten Spiel gemacht, beim 1:1 gegen Hawaii. Und ich denke mal, wie gesagt, also viel falsch gemacht haben wird Monaco nicht. Die Werte sehen auch sehr, sehr gut aus mit 77 Tempo, 80 Dribbling, 77 Shooting, 70 Physis. Ich denke, auch der Kollege wird eventuell sogar noch ein bisschen schneller werden und auch Forster Skills haben, genauso wie Belander. Und dann haben wir da 2 sehr nice neue Karten. Ob es die Ultimate Team geben wird, frühestens vielleicht in FIFA 17, außer ihr findet einen neuen Weg. Aber selbst in Head-to-Head sind die beiden auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht und auf jeden Fall sehr, sehr nice Spieler. Das war es jetzt von dieser sehr, sehr langen Episode mit Überlänge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder. Schreibt mir Vorschläge in die Kommentare und eure Meinung natürlich auch. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao noch.